Und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bus Simulator hier auf ÖPNV Simulation mit mir, dem Bio. In der letzten Folge sind wir diese eine Linie gefahren, die Linie 5, wenn mich jetzt nicht alles... Nein, das müsste die Linie 5 gewesen sein. Zimmermannstor, Hauptbahnhof nach Grenusplatz. Sind wir jetzt gefahren, das I ist weg. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge noch das I vor der 5. Und jetzt wollen wir uns nochmal schnell unsere kleine Linie nehmen. Wenn ich gerade nicht weiß, wo sie ist. Ach so, da, Astra Promenade. Genau. Und wir werden mal diese Route abfahren. Und vielleicht haben wir dann unseren ersten Punkt erledigt. So, nochmal das. So, jetzt müssen wir hier nochmal schnell her. Allerdings. Und ich habe schon gesehen, wir haben wieder. Wo ist es denn? Zip. Hä? Motor. Ach, hier ist die Rampe. Eine Fahrkarte, bitte. So, eine Woche. Standard Brücken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Jetzt warten wir natürlich. Hier muss ich raus. Ja, jetzt ist mir das egal. Jetzt bleibst du hier drinnen sitzen in dem Bus. Hier. Klar. Wo hab ich denn... Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Na klar. Manchmal hilft es aber zu hupen, dass die da dann auch mal weiterfahren. Ja, also es ist dann... Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Hubert, alles klar. Tut mir leid. Sowas. Absolut pünktlich. Danke sehr. Es ist nicht meine Uhrzeit. Es ist nicht meine Uhrzeit. Danke. Nächster Halt, Nordspeicher.
Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Tja, so ist das mit dem Geburtstag. Ah ja, Onkel, zum Beispiel auch Radio wieder anmachen. Na klar. Hier. Na klar. Na klar. Was? Ach so, Sie haben meine Fahrkarte schon. Klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft, wie ich es möchte. Das sagte ich schon so oft. Die Wiederholung von Staffel 15 vom Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Und Endhaltestation. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob das was gebracht hat. Nächster Halt, Ostspeicher. Endstation. Bitte alle aussteigen. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ein Bauch. Steuerungsmenü. Radio, Scheinwischer, Feststellbremse. Geschwindigkeitsbegrenzer, Zündung. Das wusste ich gar nicht. Es gibt einen Sitzanpassungsmodus. Aha. Fahrkarten, Führerstand verlassen. Das sind zum Beispiel so Sachen, die... Das wusste ich jetzt auch nicht. So, wie sieht's aus hier? Nö, also er hat wirklich nichts gemacht. Dann machen wir es anders. Wir löschen... Ja. Wir löschen... Ja. Wir löschen... So, dann pimmen wir das mal weg hier. Also, ein am Hauptbahnhof. Schaffetterfeld und Steineck. Ah, da unten das Steineck. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, wozu zählen denn die Haltestellen da unten? Bitte. Steineck, Steinegger.
So, genau. Richtung ändern? Nein, das stimmt. Speichern. Ich glaube, ich sehe was anderes. Ich sehe hier wieder einen Fehler drin. Nee. Und zwar... Strecke bearbeiten. Alle kann ich auch löschen. Also das mit den Nummern, das ist echt nervig, ja? Steht halt Nutze Fahrer. Das ist ja auch nicht der Hauptbahnhof schon wieder. Maximal 8 Haltestellen. Gehen wir nochmal runter. Strecke bearbeiten. Funktioniert hier alles nicht. Das ist echt zum Haare rausreißen. Das ist echt zum Haare rausreißen hier. Na, dann schauen wir uns wenigstens mal das neue Gebiet an, was wir hier zumindest freigeschaltet haben. Eine Fahrkarte, bitte. So, ein Student möchte eine Fahrkarte. Die Linie 11. €4,60. Dann viel zu lange im alten Sägewerk. Der macht hier absoluten Bullshit, oder? Der gibt mir die Haltestelle hier, wisst ihr? Nächster Halt, Lindnergasse.
DDDB. So. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Aktuell ja, weil es ist die einzige Buslinie, die du fahren kannst. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Blinkercode direkt eingesetzt. So müsst ihr euch ein bisschen so vorstellen, so sah Sunny Springs aus. So ein bisschen kleiner. Kleines Wohnviertelchen. Habt ihr den Witz verstanden? Nächster Halt, schon wieder Rollstuhl. Eine Fahrkarte bitte. Boah, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das... Danke. Ich bin voll reingefahren. Ja, dann können wir die Fahrt jetzt beenden, weil das bringt nichts. Das bringt nichts. Kollision gleich zweimal. Nee. Das machen wir nicht nochmal. Fahrt abbrechen. Ja. Dann werden wir uns in der nächsten Folge uns nochmal ansetzen, wenn das Ganze mal fahren, hoffentlich dann vielleicht ein bisschen unfallfreier. Das wäre natürlich... immer versagt meine Stimme hier, verdammte Axt hier. Naja, ich sehe gerade, das ist natürlich absoluter Bullshit, was wir da gemacht haben. Ja, also wir müssen uns auch nochmal an die Tour ansetzen. Das kann ja alles so nicht, ja, nicht wahr sein. Das kann so nicht gehen, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich im nächsten Part wieder einschaltet. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst hoffe ich natürlich, euch beim nächsten Mal hier wiederzusehen. Von daher verabschiede ich mich, bedanke mich. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten. Tschüss.